Hallo erstmal, total recht herzlich und lasst uns doch einfach mal über Star Wars reden. So, ich stehe heute mal vor laufender Kamera mit der Rare hier von Erdogan Atalay, ne? Cobra 11. Ihr seht, das ist wirklich muckelig warm. Ich meine, wir haben heute 22 Grad. Wir sagen Oktober. Der Oktober geht so langsam zu Ende. Und alle waren im Urlaub. Der Neil zum Beispiel hat an seiner Sauna gearbeitet. Er hat ja dieses Auto, ich weiß nicht, ob das jetzt ein VW umgebaut oder ein Mac, keine Ahnung, irgendwie so ein ehemaliger Laster, da, so ein 7,5-Tonner. Ein 7,5-Tonner, den er da umgebaut hat, als fahrbare Sauna. Ne? Das ist ein Steckenpferd. So, wie gesagt, Erdogan ist mit seinen Kindern unterwegs. Macht kurz, also alle hatten diese Woche Urlaub. Ja? Wir haben heute wieder D-Day, wir haben heute wieder Cobra 11 Tag. Ich weiß aber nicht, ob Fußball oder nicht. Ich war der Meinung, letzte Woche wäre Fußball gewesen, weiß ich aber nicht so genau. Ich habe mich heute leider nicht so vorbereitet für Cobra 11, sondern mehr für Star Wars. An sich Star Wars, ja, ich gehe mal in die Ecke hier. Wie gesagt, Star Wars, was ich da ein bisschen ablaufen lasse. Wie gesagt, der Clip kommt zu spät. Einige haben positiv, einige haben negativ. Es bleibt. Also mit Star Wars ist das so eine Sache. Ja, mit Star Wars ist das so eine Sache, ob oder ob nicht. Ja? Ich kann mich noch an diese Geschichte erinnern hier, ja? Rogue One. Und ich kann mich noch an diese Schauspielerin erinnern, auch bei Rogue One. Ja? Kann ich mich wunderbar daran erinnern. Und 3DRPO und vor allen Dingen jetzt hier Poe Dameron. Ja? An ihn kann man sich, und es bleibt auch, Poe Dameron ist nun mal die Schlüsselfigur. Und die Figuren sind gar nicht mal so schlecht von der Firma Disney. Ja, aus Metall, die sind ja aus Metall. Ja. Wie gesagt, ich hatte heute wieder einige Sammler hier, die mich fragten, du hast nicht schon die neuen? Nein, den Mandalorian und wie die alle so heißen, auch aus dem Spiel, was jetzt nämlich rauskommt im November. Das Spiel soll sogar noch besser sein wie der Film. Also seid einfach nur vorsichtig, was euch da so ein bisschen suggeriert wird, was euch vorgegaukelt wird. Es ist alles so eine Sache. Also wägt selber ab, ob ihr da bei Star Wars treu bleibt. Ja, die Erkältung habe ich immer noch nicht richtig weg. Aber ich arbeite da. So, dieser Clip ist nicht so lang. Einmal sind wir bei den sogenannten Star Wars Lovern. Und einmal sind wir bei den Star Wars Hatern. Und das ist halt so, es wird sich nie ändern. Wir werden halt immer irgendwelche haben, die es mögen oder nicht mögen. Meine eine hat momentan ein bisschen Ärger, weil sich hier welche eingeschlichen haben und mir da was verkauft haben, was sie nicht geliefert, aber Geld dafür haben wollen. Also sie liefern nicht, ja, sie bringen nichts und wollen aber Geld dafür. Das finde ich super toll, aber naja, dass da ein Streit jetzt entsteht, ist klar. Können wir auch nicht ändern und gehört zum Leben dazu. Das Leben ist wie Star Wars, meine Freunde. Man hat auf der einen Seite die dunkle Macht, man hat auf der anderen Seite die helle Macht und irgendeine Macht flippt immer aus, mal die helle, mal die dunkle, müssen wir durch. Nur immer sind wir ja nicht Jedis oder noch schlimmer Sis, nicht sind wir immer gut drauf, manchmal kommt die Grippe und dann haut die ein bisschen um, ne? Ist klar. Oder aber man ist überarbeitet oder man ist in einem Modus oder man ist im Urlaub, ne? So wie Erdogan, wie Nils und alle anderen Schauspieler, Action-Konzert hat die Tore zu, ja, RTL natürlich nicht, die Arbeit, aber MC-Studio auch nicht, aber da, wo gedreht wird, da ist Ruhe. Da ist Ruhe, Gelassenheit, am Montag, meine lieben Freunde, am Montag geht's wieder los. Und dann schauen wir mal, wo die dann wieder drehen, und ich finde es super toll, wenn dann der Erdogan mit seiner, ne, davor steht und ey, Leute, schaut uns, finde ich super toll. Und auch andere, die da sich verabschiedet haben, wie die Dani zum Beispiel. Ey, schaut, ich bin schon im April gegangen, ja, aber schaut euch doch die Folge an. Die Folgen waren super.
Na? Ein bisschen Wehmut, weil alle so gehen. Versteht ihr? Alle gehen. Wenn man dann so Facebook sich anschaut oder wenn so Firmen hier vorbeikommen, die dann einen linken, einem dann noch drohen, ja, hey, ich krieg Geld von dir, aber haben überhaupt nicht geliefert, ne? Dann ist das allerbeste, ja. Ich meine, wenn so ein Anwalt von denen kommt, sag ich auch, weißt du was, denk mal drüber nach, lieber Anwalt. Dir wird ein Sessel versprochen für 800 Euro, du freust dich auf den Sessel, aber der Sessel kommt nicht. Du sitzt immer noch auf deinem Holzstuhl, aber du sollst 800 Euro zahlen. Mein lieber Anwalt, würdest du das tun? Das werde ich ihn dann fragen. Mal gucken, welche Antwort ich dann bekomme. Also wie gesagt, Fernsehen ist ja nicht mehr das Fernsehen. Netflix ist auch nicht mehr das Netflix. Ja, wir warten drauf auf Disney Plus. Disney Plus wird uns richtig angeboten. Disney Plus muss ja so richtig... Ja, wir freuen uns auf den Mandalorian. Jeder fragt mich schon nach der Figur. Vielleicht besorge ich sie ja auch schon und stelle sie hier hin oder hänge sie hier hin. Natürlich ist sie ruckzuck wieder dann verkauft, ist ja klar. So, viele kommen natürlich vorbei, weil sie draußen das Ganze sehen. Ich habe draußen auch, die Scheibe in Star Wars, beziehungsweise ja, doch 3 Meter mal 3,30 Meter, nur Star Wars und dann unten auch. Wenn die Rollos runter, ist unten immer noch Star Wars, so eine kleine Geschichte mit den Figuren. Viele Mütter kommen dann hier rein, oder sehr, sehr ältere Leute. Kann ich den Totenkopf kaufen? Na ja, Darth Vader als Totenkopf zu bezeichnen, das ist auch so eine krasse Nummer, aber egal. Ne? Und dann erkläre ich denen, das ist kein Totenkopf, das ist eine Maske von Darth Vader. Und dann gucken die mir, wer ist denn Darth Vader? Ja, zum Beispiel. Also ich finde es super toll. Ich finde alles super toll. Das macht alles unheimlich viel Spaß. Zum Schluss komme ich noch zum Wendler, Frank Wendler, der ja hier war. Ich habe da ein paar Clips mit ihm gemacht. Frank Wendler bringt am 1. November auch wieder eine neue Musik raus, eine neue Musikrichtung. Wir haben uns gerade noch unterhalten, er war im Auto. Ja, wie gesagt, wir haben vieles vor im November, Dezember. Wir müssen uns natürlich auch wehren gegenüber anderen da, die halt der Dunkle macht, zugänglich, ist halt so, damit müssen wir auch leben. Wir hoffen, dass wir auch mit der dunklen Macht klarkommen. Wir sind hin und wieder doch müde zu kämpfen, auch Frank wie ich. Wir sind ja 120 Jahre zusammen, wie die Damen, die hier waren, deswegen erwähne ich jetzt nochmal, die waren 160 Jahre und davor waren sie 140 Jahre. Also ihr wisst schon, ich habe schon reichlich viel Spaß, also so ist es nicht. So. Und wie ihr seht, trage ich auch unheimlich gerne hier dieses Cobra 11, kann ich jedem empfehlen, jetzt zur Weihnachtszeit zu verschenken für alle, die sowas mögen. Ja? Wie gesagt, auch die Sweaters und die Hoodies, also die Sachen von Erdogan Atalay. Jetzt zum Beispiel gibt er ja sogar eine Autogrammkarte dabei, die wir ja da hingehängt haben. Wir haben sie auch direkt vergrößert, wir haben sie eingerahmt. Ja, wir mögen Cobra 11, wir mögen die Schauspieler, jeder Schauspieler, der reinkommt, auch Moloch, ja, der jetzt auch zu sehen ist als Polizist, davor war er ja der große Wikinger da in der anderen Folge. Wir mögen alles Schauspieler. Wenn man so ja, alte DVDs rausholt, die einlegt und dann die alten Geschichten sieht, auch mit Ben Jäger, ne? Tom Beck. So, wenn man das alles so sieht, muss man schon schmunzeln. Ja, man ist immer noch gut drauf, man findet das immer noch super und das bleibt auch so. Ja. Und wenn man dann hin und wieder dann noch mit dem Frank philosophiert, darüber spricht, dann auch mit den anderen, auch mit Nils darüber spricht, also wie gesagt, ab Montag arbeiten die wieder, sind alle auf eine Art zufrieden. Erdogan war mit seinen Kindern on Tour, die haben ihn so richtig, ist klar. Papa war endlich da, ja, musste nicht drehen oder so. Ja, ist ja, das macht ja Spaß. Ne? Macht Spaß, Papa ist da, die waren im Kino, ja, die waren schwimmen und so weiter und so fort. Also, es war richtig, richtig, so ein Kurzurlaub halt. Und das finde ich toll. So, jetzt war ich auch ganz kurz hier mit diesem Videoclip für Erdogan Atalay, für Nils, Kerwin und natürlich für RTL, Schrägstrich, genau. Ja, Frank Wendler. So, Frank Wendler, wie gesagt, war hier und wir hatten viel Spaß. Und ja, das war meine Art Laudatio.
für heute. Wir schauen mal. Wir wollen da irgendwie, wir wollen Spaß machen. Wir wollen auch Spaß haben mit euch. Wir wollen euch auch einbinden. Deswegen zum Schluss wieder Maya und Anita, die ja jetzt so eine Art Konferenzschaltung geschaltet haben. Das Telefon hat dann so einen neuen Klang. Und wenn dieser neue Klang erklingt, weiß ich Bescheid, aha, da ist mal wieder einer aus Cobra 11. Ja, Cobra 11 haben wir jetzt als WhatsApp. So eine Gruppe. Ich habe auch mal gehört, ist eine Mädchengruppe. Ist okay, ist eine Mädchengruppe. Ich begrüße da auch die Petra, unbekannt, aber Petra ist auch da, Anita und Maya. Und wer da noch alles ist, weiß ich nicht. Jedenfalls bin ich da irgendwie eingeladen worden. Ich bin dabei, ich höre mir das auch an. Ich begrüße auch alle Mädels. Ja, ich begrüße also auch alle Schauspieler, Action Concept und die Stunt-Leute. Also alle, die dafür arbeiten, die richtig Spaß haben. Wenn man genau hinguckt als Zuschauer, sieht man die ja auch alle. Einige Stunt-Leute sind ja sogar eingebunden in die Story, spielen Bösewicht oder spielen da irgendetwas, aber sie sind eingebunden, ja. Also Cobra 11 kann man schauen und ich hoffe, dass das noch lange, lange so geht und wir auch irgendwie noch lange, lange solche Videoclips und solche Sachen und auch uns hier treffen und auch Spaß haben. So, ja, das war es also heute mal, so ein Mischmasch aus Star Wars, Cobra 11, Fangemeinschaften und Gäste und Kunden und so weiter und meiner einer, ne, der jetzt momentan, wie gesagt, eine neue Geschichte da erarbeitet, halt mit Frank Wendler zusammen. Vielleicht suchen wir wirklich Schlachtlöcher und buddeln die aus oder dokumentieren die. Ich habe auch wirklich Interesse, mit dieser Steadicam unterm Arm hier mal lang zu laufen, um euch mal das hier zu zeigen. Man muss ja nicht immer nach China fahren, man muss ja nicht nach Amerika fahren oder irgendwo, man kann auch vom Ort den Ort zeigen. Maya und Anita zeigen zum Beispiel Recklinghausen, ja, oder haben mal Berlin gezeigt, ja. Wir oder ich könnte ja mal hier zeigen, wie es hier geworden ist nach so und so vielen Jahren. Und ich kann auch mit der Green Box arbeiten und euch dann die 100 Jahre einblenden, wie der Ort mal ausgesehen hat. Könnte ich auch mal. Ihr könnt auch drunter schreiben, ihr könnt mich WhatsAppen und könnt sagen, jo, mach das. Ich habe auch Lust drauf, mal zu sehen, wie das geworden ist. Ne? Ja, und jetzt erstmal warte ich drauf, dass ich meine 360 Grad bekomme und ich warte drauf, dass das da ansonsten gibt's da Kalaubes, ne? Mach ich da Cobra 11, in, ne? Ihr wisst schon, in Wiesbaden. Weil irgendwie fühle ich mich da verkackeiert. Aber egal, wisst ihr Bescheid.